paar Gurken schälen. Oh mein Gott, beim Kochen sieht sie so schön aus. Das dauert mir zu lange. Ich kann das beschleunigen. So bezaubernd. Eine Prinzessin voller Anmut. Sie inspiriert mich zu etwas Kunst. Okay, zuerst mal die groben Proportionen. Hä? Was machst du da? Oh, zeichnest du mich etwa? Hier, ich pose für dich mit der Gurke. Wie sehen meine Haare aus? Hast du meine Schokoladenseite? Wie wäre es lieber mit dieser Pose? Moment! Oh nein! Die Bleistiftspitze! Sie ist kaputt! Oh mein Gott! Dein Stift! Jetzt kannst du mich gar nicht fertig zeichnen! Warte, ich schau mal auf TikTok. Vielleicht gibt es eine Lösung. Okay, schau! Hier ist was! Die haben einen Bleistift und einen Schäler. Schau mal! Sie benutzen den Schäler, um den Stift zu spitzen. Wow! Das habe ich richtig gut gemacht! Wahnsinn! Komm schon, Schäler! Du hilfst uns jetzt bei unserem Stiftproblem! Genau wie im Video. Von unten nach oben schälen. Dabei den Stift drehen, damit er gleichmäßig gespitzt wird. Oh, es hat funktioniert. Hier hast du deinen Schäler wieder, Schatz. Gleich bin ich mit dem Porträt fertig. Okay, ich bin fertig. Bist du bereit? Tada! Warte, eine Gurke? Das hast du die ganze Zeit gezeichnet? Na, also das ist eine herbe Enttäuschung. Ich finde, das hat doch ziemlich Ähnlichkeit. Du schaffst das. Das ist so nervenaufreibend. Hoffentlich ist das richtig. Ich habe mein Bestes gegeben. Wie habe ich abgeschnitten? Wem mache ich was vor? Das ist falsch, oder? Warum strenge ich mich überhaupt an? Das ist so schwer. Schau zu und lerne, Nerd. Mach einfach das. Tada! Ich weiß, ich bin ein Genie. Was? Das gibt's doch nicht. Juhu! Freiheit! Hast du das Gesicht vom Lehrer gesehen? Wie cool, dass Kevin ihm ein Furzkissen auf den Stuhl gelegt hat. Du bist in Kevin verliebt, Lana. Hey, zieh nicht an meinen Haaren. Stopp! Ich muss dir was zeigen. Das ist mein neuer Freund. Der sieht kuschelig aus. Aber guck dir meinen an. Hä? Was ist mit Teddy passiert? Oh nein, meine Stifte sind ausgelaufen. Das ist nicht gut. Mama wird sauer sein. Gib den her. Ich bin sehr enttäuscht. Das war's. Du fliegst raus. Du hast Schande über die Familie gebracht. Wo soll ich denn hin? Das ist jetzt mein Leben. Ich bin eine Nomadin. Nur ich und die Straße. Und ein riesiger Bär. Vielleicht will er umarmt werden? Oder auch nicht? Das darf nicht passieren. Ich will nicht vom Bären gefressen werden. Ich habe da eine Idee. Ich trage Kleber auf die Chipsdose auf. Ich mache einen Rahmen. Ich mache das die ganze Dose rum, aber ich lasse eine Lücke. Da kommt jetzt der Reißverschluss dran. Und schon hast du eine Federtasche. Die ist für mich? Total cool. Wow, ich werde die gleich benutzen. Wo sind meine Stifte? Alle passen perfekt rein. Du bist die Beste, Mickey. Bin ich. Und bescheiden. Aufgepasst, Klasse. Heute wird geprüft. Und ich habe es extra schwierig gemacht. Okay, hier ist die erste Frage. Welches ist die alkalische Lösung? Die hier oder die hier? Das weiß ich. Es ist die blaue. Was sagst du, Stacy? Stimmst du zu? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben das besprochen. Du solltest das wissen. Guckt euch den Dreck an. Du musst... Hä? Okay. Versuchen wir was anderes. Wer ist das? Ich weiß das. Schon wieder. Das ist ein Typ mit komischen Haaren. An sich hast du recht. Sie ist gut. Was ist das? Das weiß ich nicht. Ich weiß. Das ist ein Messbecher. Du hast einen Lauf, Mickey. Danke. Wer kann das lösen? Das ist eine knifflige Aufgabe. Unglaublich, wie dreckig das hier ist. Denkt an. Warte, habt ihr das auch gesehen?
Na egal. Ihr habt 4 Möglichkeiten. Ah, das ist so schwer. Nicht für mich. Woher weiß sie alle Antworten? So schlau ist sie doch gar nicht. Ich bin beeindruckt, Mickey. Sie muss schummeln. Kann ich dir helfen? Jemand hat die Tafel voll gekritzelt. Sie wird gleich wieder wie neu aussehen. Hey, was machen Sie da? Hören Sie auf damit. Lass mein Tuch los. Ich mein's ernst, Lady. Wow. Das ist meine Chance. Ich brauche nur ein bisschen Hilfe. Ich liebe Technik. Wo war ich? Stacy, schummelst du etwa? Ich? Auf keinen Fall. Okay. Psst, Stacy, gib mir dein Handy. Schnell, bevor die Lehrerin guckt. Danke. Hier ist die nächste Frage. Ich weiß, wie ich helfen kann. Ich trage Kleber am Rand der Hülle auf. Ich mache noch eine Klebelinie daneben. Da klebe ich jetzt einen Stift dran. Das mache ich die ganze Hülle entlang. So ist das Telefon schön versteckt. Und das ist die Lösung für all deine Probleme. Okay, wer kann diese Frage beantworten? Mickey, was ist das? Hä? Das sind nur meine Buntstifte. Okay, na gut. Hier, nimm's. Wow, danke. Ich leg das hier hin. Jetzt habe ich auch alle Antworten parat. Kommt schon, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wer weiß das? Das ist fantastisch. Ich hab's. Das ist die Lösung. Sehr gut. Danke, Mickey. Ihr solltet euch auf die Prüfung vorbereitet haben. Solange ich meine Bücher habe, wird alles gut. Hast du diese Limo schon mal probiert? Die ist echt gut. Ich glaube, ich bin soweit. Ich bin alles durchgegangen. Ich muss nur ruhig bleiben. Einen klaren Kopf behalten. Und die 1 gehört mir. Ich brauche definitiv mehr Limo. Okay, klasse. Das ist der Test. Jetzt ist es soweit. Eure Zeit beginnt jetzt. Dann mal los. Gut, dass wir die Bücher benutzen dürfen. So ist es einfacher. Wo steht es? Ich weiß, dass es hier irgendwo steht. Jetzt wird aufgespielt. Auf geht's. Das wird ein Kinderspiel. Es gibt keinen Grund, sich zu stressen. Die Zeit läuft. Ich kann's nicht finden. Das ist einfach. Was jetzt? Wird's hier drin wärmer? Das läuft nicht gut. Ich dachte, du hast dich vorbereitet. Ich versuche mich zu konzentrieren. Du musst dich beeilen. Die Zeit verrinnt. Das Ende ist nah. Kommt langsam zum Ende. Ich werde auf jeden Fall bestehen. Au! Hey, was soll das? Du hättest mich mit dem Buch fast erschlagen. Das tat weh. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Das wird Mickey stoppen, mich mit ihren Büchern zu schlagen. Ich lege ein paar bunte Trinkhalme auf hitzebeständiges Papier. Dann fahre ich mit dem Bügeleisen darüber. So schmelzen die Trinkhalme, aber sie verbrennen nicht gleich. Jetzt mache ich ein Loch in ein Ende und schiebe da die Schnur durch. Mit einem Knoten fixiere ich sie. Das müsste Mickey helfen. Hey! Was? Wow, das ist perfekt! So finde ich die Antworten viel leichter. Genau, was ich gebraucht habe. Das war's, die Zeit ist um. Gebt eure Arbeiten ab. Ich hab's geschafft. Yes, ich bin erleichtert. Woohoo. Ja, ich bin's wirklich. Ihr könnt euch auf was freuen. Rara, go Team. Woo. Oh, danke. Ihr seid so nett. Ich hab immer Zeit für meine Fans. Aber denkt dran, ich akzeptiere nur Geld oder Gold. Jetzt geht wieder. Ein Cheerleader zu sein ist harte Arbeit. Und so gut auszusehen ist, naja, für mich ganz natürlich. Ich werde nur ein bisschen nachbessern. Hi Stacy, bekomme ich ein Autogramm? Ich bin dein größter Fan. Schreibst du bitte für meine beste Freundin Mickey? Du hast da was im Haar. Wie ist das da reingekommen? Ach je, wie peinlich. Stacy, das tut mir voll leid. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich lege die Bleistiftspäne in diese Herzform. Ich lege noch ein paar mehr dazu. Dann gieße ich klaren Epoxidharz drüber. Jetzt warte ich, bis er fest wird. Dann hole ich es aus der Form. Da kommt jetzt ein Ohrringhaken ran. Und ich habe individuellen Schmuck. Wow, sieht total hübsch aus. Stacy, warte mal.
Ich hab da was für dich. Ohrringe für mich? Wow, die gefallen mir. Sie passen zu deinen Augen. Hast du mal an ein Makeover gedacht? Hä? Was ist los? Ich fühle mich so lebendig. Und mir ist schwindelig. Komm, lass uns abhängen. Warte mal. Das ist besser. Wow, alles ist so unscharf. Autsch. Ups, meine Schuld. Na los, ich helfe dir auf. Dieser Test ist so schwer. Ahem. So ist das also, ja? Ich weiß, was du machst. Mhm. Oh, sie hat uns erwischt. Ich habe das noch nie gesehen. Wer es glaubt, wird selig. Wow, sie ist echt wütend. Ihr kennt die Regeln. Jetzt aber schnell. Ich liebe meinen neuen Nagellack. Sie wird's nie erfahren. Hi. Tu nicht so unschuldig, Blondie. Was gucken Sie so? Das ist nur meine Federtasche. Ist das so? Stifte kann man nie genug haben. Ich beobachte dich. Und was ist hier los? Oh, stehen Sie da schon lange? Toller Test übrigens. Wirklich schwer. Oh, das ist nett von dir. Okay, das kam unerwartet. Warum könnt ihr nicht alle wie Naomi sein? Sie ist eine so gute Schülerin. Ich wusste, dass ich scheitern würde. Was soll's? Endlich zu Hause. Was für ein Tag. Warte mal, ich habe Hausaufgaben auf? Och nö. Na gut, ich bring's hinter mich. Hoffe, das dauert nicht so lange. Ich habe nämlich Besseres zu tun. Ach, das ist echt übel. Voll langweilig. Ich kann kaum meine Augen offen halten. Wow! Au! Mein Kopf! Was ist gerade passiert? Blöde Hausaufgabe. Das ist nur deine Schuld. Ich werde stattdessen Spaß haben. Jetzt wird gezockt. Oh ja, das gefällt mir schon besser. Los, los, weiter! Konzentration. Das ist der schwierigste Teil. Wow, das war knapp. Ich werde es schaffen. Ich werde gewinnen. Warte mal. Was war das? War wahrscheinlich nichts. Ich bin voll drin. Nichts kann mich aufhalten. Oh, pass auf. Phew, geschafft. Das war heftig. Hey, Betty. Was machst du? Au, mein empfindlicher Kopf. Warum hast du das gemacht? Sorry, aber die Tastatur ist kaputt. Die ist kaputt? Hey, du hast Hausaufgaben auf. Aber wie soll ich denn tippen? Ich weiß, wie wir die reparieren. Vertrau mir. Zuerst brauche ich Modellierton. Ich fange mit braunem Ton an. Mit einer Scheibe mache ich ihn matt. Das mache ich auch mit anderen Farben. Perfekt, ich habe alles, was ich brauche. Jetzt noch zusammensetzen. Dieses Stück Ton kommt als erstes. Dann staple ich den Rest drauf. Und der kommt hier hin. Dad? Schub, schub. Was ist los? Tippe weiter, na los. Oh, das ist ein Ohrwurm. Bitte hör auf zu singen. Das schreckt mich voll ab. Ugh. Nicht doch. Oh Mann. Kevin ist so süß. Was machst du da? Hey. Er ist der Coolste. Ich könnte ihm jeden Tag zuschauen. Wow, guck dir das an. Oh nein, der Unterricht beginnt. Guten Morgen. Es wird Zeit für einen Test. Frau Lehrerin? Was ist los, Betty? Naomi schaut sich Jungs auf ihrem Handy an. Naomi, leg das Telefon weg. Ich möchte deine volle Aufmerksamkeit. Was? Aber es ist Kevin. Das ist doch ungerecht. Du bist so eine Streberin. Habe ich doch gut gemacht. Keine Sorge, Frau Lehrerin. Ich pass auf. Ich kann immer auf dich zählen, Betty. Also, wo war ich? Unfassbar, dass du das getan hast. Spitzel. Hm, vielleicht ein kurzer Blick? Denk nicht mal dran. Aber vielleicht trainiert er gerade. Ich kann nicht widerstehen. Ich brauche meinen Schuss, Kevin. Das ist voll hart. Ich fordere dich heraus. Nur ein kurzer Blick. Warte mal, ich hab's. Ich weiß, was ich mache. Ich mache schnell ein Selfie und leg mein Telefon hier hin. Hier habe ich meinen Selfie-Ausdruck. Ich schneide es aus und klebe es auf mein Handy. Sieht gut aus. Guck dir das an, Betty. Was? Du darfst das nicht. Frau Lehrerin, Notfall. Hä? Was ist los? Wo ist das Problem? Schauen Sie doch. Ist das nicht offensichtlich? Das Telefon. Da ist es. Schauen Sie doch.
Hör auf, meine Zeit zu verschwenden, Betty. Aber, diese Runde hast du gewonnen, Naomi. Aber es ist noch nicht vorbei. Psst, Kevin tanzt. Darf ich sehen? Nö. Und X muss 5 sein. Wow, schon Mittagspause? Lass uns essen. Klingt gut. Darauf habe ich mich schon gefreut. Ich liebe diese Schokoeier. Die sind lecker und haben eine kleine Überraschung. Oh, ich habe meine Snacks vergessen. Aber kein Problem. Ich weiß, was zu tun ist. Joink. So gut. Das habe ich gebraucht. Wo ist mein Ei? Es lag genau hier. Stimmt was nicht? Nein, das hast du nicht. Du Eierdieb. Ich hätte es wissen müssen. Das macht sie ständig. Warte mal, ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Mir egal, bring Schokolade mit. Zuerst brauche ich ein Ei und einen Strohhalm und Kleber. Ich mache Kleber auf die Schale. Genau so. Da kommt der Strohhalm drauf. Dann warten, bis der festklebt. Es gibt noch mehr zu tun. Jetzt tauche ich das Ei in geschmolzene Schokolade. Das sieht lecker aus. Jetzt kommt die Folie drum. Sieht ziemlich überzeugend aus. Ich klappe noch die Ränder um. Naomi darf keinen Verdacht schöpfen. Es ist fertig. Ich hab was für dich. Ich weiß, wie sehr du die magst. Danke, ich bekomme nicht genug von denen. Viel Spaß. Voll eklig. Reingelegt. Das wird dir eine Lehre sein. Das ist ein rohes Ei. Igitt, was sollte das? Bring nächstes Mal deine eigenen Snacks mit. Och, das war voll uncool. Nee. Kunst ist ein Ausdruck der menschlichen Seele. Was erzählt sie da? Ich bin da. Wie immer zu spät, was, Naomi? Egal, ich habe heute ein interessantes Thema für euch. Die Muse von heute ist Mutter Natur und eine ihrer süßen kleinen Kreationen. Ich möchte, dass ihr ein Eichhörnchen malt. Denk an den bezaubernden Wuschelschwanz. Okay, das kann ich. Das ist die richtige Einstellung, Betty. Oh, jemand ruft an. Hallo? Oh, hey, du. Da muss ich rangehen. Es läuft ganz gut. Ich male gerne schöne Bilder. Ja. Du machst das schon. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wie mein Make-up. Das ist der Grund, warum du immer scheiterst. Was? Ich bin eine Künstlerin. Ich bin das Meisterwerk. Und so bescheiden. Ich male mein Eichhörnchen fertig. Ich liebe diesen Lippenstift. Oh, die Lehrerin ist wieder da. Er will mich zu einem Date einladen? Wow. Noch 5 Minuten, Mädels. Ich muss auf die Toilette. Ich muss dringend pinkeln. Oh, nur zu, Betty. Ich hätte die dritte Limo nicht trinken sollen. Jetzt aber schnell. Wie zeichnet man ein Eichhörnchen? Oh, ist schwieriger, als ich dachte. Vielleicht, wenn ich... Oh, das ist ja furchtbar. Was mache ich jetzt? Warte mal. Ich nehme Bettys Zeichnung. Wow, das ist echt gut. Sie hat Talent. Muss ich ihr lassen. Ich decke die Zeichnung mit Frischhaltefolie ab. Die muss schön eng anliegen. Jetzt male ich das Eichhörnchen ab. Ich male direkt auf die Frischhaltefolie. Ich muss nur den Linien folgen. Das ist total einfach. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Jetzt zu den Beinen. Und das Auge. Fast fertig. Das war's. Fantastisch. Ich ziehe die Plastikfolie ab, drehe sie um und lege sie auf ein Blatt Papier. Jetzt muss ich die Tinte übertragen. Mit dem Nudelholz geht's ganz einfach. Dann die Frischhaltefolie runternehmen. Und ich habe mein Eichhörnchen. Frau Lehrerin, was sagen Sie dazu? Lass mich mal sehen. Tada! Hoffe, es gefällt Ihnen. Puh, das war knapp. Was habe ich verpasst? Nein, das kann nicht sein. Das ist wunderbar, Naomi. Oh, Sie sind zu nett. Aber das sieht doch genau aus wie meins. Ich kapiere es nicht. Was ist hier los? Betty, hast du Naomi kopiert? Was? Nein, sie war das. Und wieder ein kleines Geheimnis des Lebens. Ich bin gerade voll wütend. Wie könnte ich den ganzen Tag spielen? Oh, warte mal, der Deckel ist ja noch drauf. Oh, das klingt nicht gut. Papa, wir könnten ein Problem haben. Was? Worauf wartest du noch? Los! Keine Bange, ich habe alles im Griff. Wow! Was zur? Ein bisschen Privatsphäre bitte? Wir lassen dich in Ruhe. Hör auf, mich so rumzuschleudern. Halte durch, ich muss erstmal Luft schnappen.
Ich bin nicht mehr so fit wie früher. Wow, das sind eine Menge Stufen. Wir bräuchten einen Fahrstuhl. Komm schon, Papa. Na los, auf geht's. Wie viel wiegst du eigentlich? Aus dem Weg! Es gehört ganz dir, mein Schatz. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ich gucke auch nicht. Es ist zu kalt. Ich muss hier runter. Hä? Was stimmt nicht? Es ist die Klobrille. Guck doch. Das ist nicht so gut. Warte mal. Dein Poppet wird helfen. Zuerst löse ich diese Noppen. Das fühlt sich gut an. Dann klebe ich sie auf die Klobrille. Wow, das ist schön bunt. Und wird dich vor der kalten Klobrille schützen. Machen wir noch ein Herz. Wow, das sieht toll aus. Das war's. Was sagst du dazu, Gabby? Wow, super. Los geht's. Ich kann's selbst kaum erwarten. Papa? Sorry, Süße. Das fühlt sich voll gemütlich an. Das ist viel besser. Was hast du denn gegessen? Gabby, bist du fertig? Das macht so viel Spaß. Damit kann man sich auch die Zeit vertreiben. Danke, Papa. Ich freue mich, wenn ich helfen konnte. Ach, die Schule. Auch bekannt als Ort, an dem man um Anerkennung kämpft. Ihr seht richtig, Zeit für eine Party, Leute. Wow. Justin sieht richtig heiß aus. Was? Ich wette, ich könnte auch so cool sein. Oh yeah. Hey Leute, ist das, was TikToker so machen? Sieh da bloß nicht hin. Boom! Zu viel des Guten? Oh, ich werde niemals beliebt sein. Endlich hat die Pause begonnen. Ich hoffe, das Essen ist auch schön frisch. Hey! Hey! Okay, dann zeig mal her. Sieht schleimig aus. Habt ihr diese Art von Gericht noch nie gesehen? In Japan ist das der Renner. Na, wenn du das sagst. Oktopus schmeckt am besten. So gut. Na, hoffentlich ist das nicht giftig. Lecker. Wie hält man diese Dinger denn? Diese Pause werde ich nicht vergessen. Ich konnte seit heute Morgen nur noch an die Pause denken. Ich habe mir so etwas Gutes eingepackt. Und zwar Cupcakes. Diese Cupcake-Sorte esse ich am liebsten. Sind das Cupcakes? So einen hätte ich viel lieber. Darf ich? Na klar. So ein Glück. Keine Tentakelbeinchen mehr in meinem Mund. Hey, guck mal hier. Ich will auch einen. Darf ich auch einen haben? Hey, wo sind meine Freunde? Ashley? Aber sie ist ein Niemand. Hätte ich doch lieber Sandwich mitgebracht. Ja, Justin? Er ist ganz allein. Ich habe nur noch einen Cupcake. Naja, wenn du darauf bestehst. Setz dich dazu. Das schmeckt tausendmal besser als roher Fisch. Dieses Outfit ist mega cool. Leute, kommt rein, Homies. Was geht? Bereit für die Party? Oh, du bist auch hier, Ashley. Ist es okay, dass ich auch hier bin? Ich denke schon. Dankeschön. Ich war noch nie auf einer richtigen Party. Was ist das denn? Eine Art Spiel? Blau. Selfie-Time, Leute. Die Party ist mega. Woohoo! Das landet mal sowas von auf Insta. Lass uns noch eins machen. Was geht, Party-People? Nice. Hey, ich sehe furchtbar aus. Hier, halt du mal. Geh nicht zu nah ran, okay? Wie viele willst du denn noch haben? Ich hätte eher Lust darauf. See ya! Kann ich mitspielen? Klar! Hey Leute, lass uns eine Runde zocken. Wähle zuerst deine Farbe. Nice! Was? Meine Party ist absolut ruiniert.
Getroffen! Das ist echt lustig. Wo ist denn nur der Stift? Wer trampelt da so? Oh. Hey, passt doch auf. Schön, dass ihr da seid, Ladies. Ist das zu glauben? Ich liebe dich. Das werde ich jede Nacht unter mein Kissen legen. All das nur wegen ihm? Oh, Ashley. Mein Quiz. Oder vielleicht willst du ein Autogramm von mir? Weil ich einfach so beliebt bin. Bitte, nicht alle auf einmal. Okay, hier für dich. Hat sie den Verstand verloren? Du weißt, dass das der Test ist, nicht wahr? Mehr Glück beim nächsten Mal, junge Lady. Oh nein, Moment. War das etwa der Test? Oh, was habe ich mir nur dabei gedacht? Meine erste Sex. Hey, zieht euch die Heulsuse rein. Haha, Weirdo. Moment, ich gebe auch Autogramme, seht ihr? Die Story ist echt krass. Leute, das ist eure erste Aufgabe für heute. Möchte mir jemand die Lösung sagen? Justin? Hat der gerade meinen Namen gesagt? Okay. Hey, was geht, Süße? Oh, Justin. Wow. Mir ist plötzlich so heiß. Das sollte ich mit links schaffen. Zieht euch das rein. Bin voll dabei. Ich könnte ihm ewig zusehen. 17 mal 5? Wie ist das, hä? Yay! Unglaublich! Bravo! 100? Oh, er liegt sowas von daneben. Psst, mir doch egal. Ciao, Herr Lehrer. Ich will! Ich kenne die Lösung! Ashley? Ja, ich schaff das! Die Lösung liegt eigentlich auf der Hand. Ashley, was ist das alles? Sehe ich gerade richtig? Hat ein bisschen länger gedauert. Aber ich hab's geschafft. Klasse, eine Runde Applaus für Ashleys Lösung. So eine Angeberin. Na, dann setz dich mal wieder hin. Ja, das hast du gut gemacht. Ich muss mich bei so vielen Leuten bedanken. Oh. Noch Hausaufgaben machen. Male einen Regenbogen. Rot ist in jedem Regenbogen dabei, oder? Jetzt kommt Gelb. Ein kunterbunter Regenbogen. Ein Bogen ist es aber nicht. Ich versuch's nochmal. Schon wieder krumm und schief. Na los, mal einen Bogen. Mann, das nervt mich total. Ist alles in Ordnung? Sag du's mir. Lass mich dir helfen. Regenbogen malen ist so schwierig. Hilfst du mir? Na klar, pass gut auf. Du brauchst doppelseitiges Klebeband. Klebe deine Stifte der Reihe nach fest. Kleb die Stifte fest, etwa so. Perfekt. Na, bist du bereit für einen Regenbogen? Du brauchst nur einmal einen Bogen malen. Der perfekte Bogen. Wow, voll cool. Jetzt bin ich dran. Darauf kriege ich bestimmt eine 1. Bis dann. Hast du Hunger? Chloe, was ist denn hier passiert? Man kann es aber auch übertreiben. Die sind einfach überall. Chloe? Das macht einen Riesenspaß. Willst du mit mir zusammen malen? Oh, Schokolade. Ich bin schon am Verhungern. Hier, für dich. Welche dieser Maltechniken hat dir am besten gefallen? Es ist nie zu spät, um besser im Zeichnen zu werden. Vergiss nicht, das Video mit deinen Freunden zu teilen und lasst euch gemeinsam inspirieren. Schon gesehen? Abonnier unseren Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen.
dich um Gabby kümmerst, während wir weg sind. Um Gabby kümmern? Alles klar. Und keinen Blödsinn machen. Das ist fantastisch. Zu schnell. Warte, das ist mein Telefon. Uff. Stopp, Gabby. Sonst muss ich noch kotzen. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Ich bin fix und fertig. Das ist langweilig. Ich hatte mehr Spaß beim Spiel mit Alex. Endlich kann ich relaxen. Das ist schon besser. Die sehen voll cool aus. Ich hätte auch gerne Tattoos, aber ich habe nicht genug Geld. Warte mal. Ich weiß, genau die brauche ich. Und das Beste ist, ich brauche keine Nadel, die wehtut. Das sieht ziemlich gut aus. Ich sehe toll aus. Hey Alex, guck mal. Hä? Was zur... Ziemlich cool, was? Ich sehe aus wie du. Ich war noch nie so glücklich. Wir sind jetzt Tattoo-Freunde. Ich fühle mich quicklebendig. Das ist ziemlich cool. Oh oh, Mama und Papa sind schon zurück. Sie sind zu früh. Oh nein, wir müssen dich sauber machen. Aber meine Tattoos, ich habe sie eben erst bekommen. Sie dürfen dich so nicht sehen. Ich muss das beheben und zwar schnell. Nicht bewegen. Ich klebe das Tape über das Tattoo und ziehe es dann vorsichtig ab. Nein, Alex. Bitte, mach das nicht. Schau, wie sich das Tattoo ablöst. Wir müssen nicht schrubben. Das geht schnell und einfach. Das klappt perfekt. Das kitzelt irgendwie. Das ist das Letzte. Und gerade noch rechtzeitig. Puh, bin ich erleichtert. Aber ich habe meine Tattoos gemocht. Das ist ungerecht. Was für ein Tag. Oh, hey, Schatz. Hey, was ist mit deinen Tattoos passiert? Oh, stimmt. Ich verrate dir ein Geheimnis. Die waren nicht echt. Ach, du bist voll lahm. Sieht aus, als ob du Spaß hattest. Besprühe nur diese Rose, auch wenn sie ein bisschen verloren aussieht. Hallo, Schatz. Ich habe dir frische Blumen mitgebracht. Du meine Güte, was für eine süße Überraschung. Sie sind wunderschön und sie riechen fantastisch. Hier, mach mal ein Foto von mir mit meinem Handy. Okay, bereit? Lächeln. Mach noch eins von mir. Danke, das sollte reichen. Und jetzt kommen sie in die Vase. Kannst du mir mein Handy wieder geben? Ah, mein Handy! Oh nein! Nein! Ein Knacken! Mein wertvolles Handy! Was machen wir jetzt? Oh, das sieht ja übel aus. Vielleicht schaust du besser nicht? Oh mein Gott, das ist viel schlimmer, als ich dachte. Hey, vielleicht können wir es ja mit Klebeband reparieren? Veräppelst du mich? Oder stattdessen dieser Hammer? Du hast recht. Klar, natürlich. Oh, ich bin so blöd. Kann ja mein eigenes Handy fragen. Okay, schauen wir mal, ob die eine Lösung haben. Warte, ist das Zahnpasta? Ich glaub's ja nicht. Die verteilen das über dem Bildschirm. Und jetzt treiben sie das ein? Wozu soll das gut sein? Okay, wenigstens wischen sie es wieder ab. Moment, was? Die Risse im Bildschirm sind komplett verschwunden. Wir sollten das bei deinem Handy einfach mal probieren. Hab schon eine Zahnpastatube und wir können loslegen. Genau wie im Video bedecke ich den Bildschirm damit. Okay, das sollte reichen. Und ich wische es mit einer Serviette ab. Oh, damit schmier ich nur das Handy voll. Funktioniert wohl nicht. Ah, so eine Zeitverschwendung. Mein armes Handy. Mist. Warte mal. Schatz, du hast da was auf deiner Nase. Genau da. Ach du, du weißt auch immer, wie du mich aufheitern kannst. Wow, hey, guck dir das an. Ja, ja, ist toll. Aber ich lese gerade. Wow, aber das hier. Schau doch. Hör auf zu nerven. Ich sagte, ich lese gerade. Oh mein Gott. Was macht sie denn mit den Gummibärchen? Sie hat sie geschmolzen. Und jetzt nimmt sie eine Erdbeere? Oh wow. Sie tunkt die Erdbeere in den geschmolzenen Fruchtgummi. Unglaublich. Das bringt mich auf eine tolle Idee. Ich habe ein ganzes Glas Gummibärchen und eine Schüssel. Ich wette, ich kann das auch. Rein mit euch, Bärchen. Ab in die Mikrowelle. Muss nur abwarten, bis sie geschmolzen sind. Super, schon fertig. Ha, bin ziemlich gespannt, ob das was wird. Okay,
Als nächstes brauche ich ein paar Erdbeeren und andere Früchte. Ups, einen Spieß brauche ich natürlich auch. Der ist super wichtig. Die Erdbeeren sind jetzt aufgespießt. Probieren wir das doch mal. Wie schön sie im flüssigen Fruchtgummi versinken. Nur ein bisschen drehen, sodass sie komplett bedeckt sind. Ich wette, ich kann das sogar noch aufpimpen mit ein paar Streuseln. Streusel machen alles noch besser. Ich drehe die klebrige Erdbeere, damit sie vollständig bedeckt ist. Oh mein Gott, wie süß. Sie ist eingeschlafen. Ah, ich will noch mehr machen. Jetzt mit den anderen Früchten. Schön rein ins klebrige Zeug. Das umhüllt die Brombeere. Und die Weintrauben glänzen so schön. Und natürlich dürfen die Streusel nicht fehlen. Die kleinen Herzchen sind so süß. So, ein ganzer Teller voll. Okay, Zeit, sie mit einem kleinen Klatschen aufzuwecken. Ich sagte klatschen. Hä? Was ist mit dem Licht passiert? Das ist aber schön. Tada! Ich habe dir ein romantisches Dessert gezaubert. Na los, such dir was aus. Das ist so wundervoll. Hier, ich fütter dich. Köstlich. Erst eins für dich. Oh, wow. Das ist wahnsinnig lecker. Und so romantisch. Schatz? Schatz, bist du okay? Nein, mir geht's gut. Oh, dann ist ja gut. Noch eins? Nein, okay. Weiterer Tag, ein weiterer Dollar. Kleiner Bankgag am Rande. Hallo? Hi, ich wollte mit dir über... wer sind Sie? Dein Ernst? Ich bin's. Muss das wirklich sein? Oh, Mia! Hi, schön, dich zu sehen. Na, endlich. Jedes Mal das Gleiche. Ich will meine Sachen haben. Deine Füße sind auf meinem Schreibtisch. Weniger quatschen, lieber mein Geld holen, okay? Na klar! Und schnell bitte! Wie komme ich nochmal in den Tresorraum? Ah, ich weiß wieder. Die macht mich so nervös. Aber sie ist unsere beste Kundin. Ah, ich bin da. Welcher Schlüssel war es nochmal? Es sind so viele. Ich glaube, das ist der richtige. Hey, tut mir leid, dich aufzuwecken. Ja, Sterbliche. Ich brauche das Geld. Bitte? Nimm es und verschwinde aus meinem Reich. Danke, dann lasse ich dich mal weiterschlafen. Der Typ ist so gruselig. Was dauert das denn so lange? Bin wieder da. Bitte sehr. Soll das ein Witz sein? Oh, okay, bin gleich wieder da. Kaum zu glauben, dass das falsch war. Die ist echt so gemein. Aber diesmal hole ich das Richtige. Ah! Okay, ich schaff das. Schön langsam. Paps, ich brauche einen neuen Job. Das hier ist alles zu stressig. Hier ist die Kassette. Und? Sie wollten die Kassette nicht? Das wusste ich. Hoffentlich erwische ich jetzt das Richtige. Ein Koffer? Den will sie haben? Der lebt! Was ist denn da drin? Na endlich, ich bin frei. Schön, dass ich helfen konnte. Schnell, du musst mit mir mitkommen. Hier lang bitte. Da ist er. Was für Geschäfte macht ihr denn hier? Oh, ich wollte doch einen Freund. Ach, geh einfach wieder in deinen Tresorraum. Keine Sorge, ich krieg das hin. Ich brauche nur den richtigen Schlüssel. Der muss hier irgendwo sein. Dauert nicht lange. Muss ich denn alles selbst machen? Es ist der hier. Ah, das wusste ich. Darf ich? Nein, warum nicht? Vorher muss ich noch was erledigen. Lass mich nachdenken. Oh, Klammern. Perfekt. Mehr brauche ich nicht. Aber damit werde ich es dir einfacher machen. Ich verteile die Klammern zu einem Muster und klebe sie zusammen. Dann setze ich noch etwas Funkel drauf. Das muss jetzt nur noch an den Schlüssel. Sieht gut aus. Und den wirst du nie wieder verlieren. Hier, bitteschön. Wow, das ist super. Ich hol deine Sachen. Tada! War das denn so schwierig? Ich brauche mal wieder was Neues. Die hier kannst du in den Tresor stellen. Natürlich, ich habe hier den Schlüssel. Phew, das war anstrengend. Sie hätte die Schuhe wenigstens vorher putzen können. TikTok! Wir machen es wirklich. Oh, das war sogar ziemlich anstrengend. Ich bin außer Atem. Oh, wir müssen unsere Workouts härter machen. Aber so lange. Wie war es mit einem Drink? Damit werden wir ein bisschen abkühlen. Hm, klar. Wie das sprudelt. Hat eine gute Kohlensäure. Prost! Hey, warte. Was machst du da? Oh,
Ich schaue noch was auf TikTok. Guck mal hier. Cool, oder? Sie macht da so einen Trick mit Sprudelwasser. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ist das etwa Zuckerwatte? Oh, sie gibt sie einfach in den Drink rein. Es hat sich gefärbt. Jetzt hat sie noch gelbe Zuckerwatte rein. Vielleicht können wir sowas auch mal machen? Ja, auf jeden Fall. Hey, schau mal, was du da hast. Young. Hey, schau, deine Gedankenblase ist sogar wirklich Zuckerwatte. Was? Jetzt können wir auch ein TikTok machen. Okay, wir haben ein Glas und wir haben die Limo. Es ist eingeschenkt und bereit für den nächsten Schritt. Bist du soweit? Rein mit dir in die Limo-Zuckerwatte. Nice, es schmilzt. Bereit für noch mehr Zuckerwatte? Los, noch mehr. Ich lieb's, wie es einfach verschwindet. Sieht aus wie Magie. Als ob wir einen Zaubertrank brauen würden. Hey, ich will jetzt diese Farbe ausprobieren. Gute Idee, ich leg auch noch nach. Okay, sieht gut aus. Ich hab meinen Strohhalm, hast du auch deinen? Dann lass uns unseren Trank mal probieren. Wow, das ist total lecker. Popcorn ist so schön bunt. Bereit? Hey, oh Schatz, ich will mir Snacks kaufen. Ich will alles haben. Das brauchst du nicht, glaub mir. Ihr wollt also nichts kaufen? Nope, lass uns gehen. Wow, er ist kein Gentleman. Wir müssen erst unsere Tickets vorzeigen, oder? Wo ist der Kerl? Hallo? Echt seltsam. Ah, von wo bist du denn aufgetaucht? Das ist unwichtig. Habt ihr Essen dabei? Nein. Ihr habt aber Limo. Die ist auch verboten. Diesmal die Schilder. Gib das her. Sorry, Schatz. Alles gut. Okay, ihr könnt rein. Nun geh schon rein. Das sind unsere Plätze. Ich bin sauer auf dich. Nicht doch. Alles ist unter Kontrolle. Ein T-Shirt? Nicht ganz. Oh, das ist süß. Das ist es. Das sind Süßigkeiten. Für dich, Liebling. Wie romantisch. Manchmal schon, ja? Okay, ich bin jetzt da. Fangen Sie mit dem Unterricht an. Hä? Hi, ich mag deinen Mantel. Der ist so flauschig. Quatsch mich nicht an. Oh. Ich muss meinen Schmuck richten. Jeder soll ihn sehen. Ich habe einen Ruf zu wahren. Schaut jemand rüber? Okay, klasse. Ihr löst jetzt diese Aufgaben. Wow, das ist so grell. Ich kann nichts sehen. Glitzer, Glitzer. Oh, meine Augen. Nimm den Schmuck ab. Tut mir leid. Ich sehe nur gerne gut aus. Ja, das haben wir mitbekommen. Das ist so viel. Das passt nicht in meine Tasche. Meine Diener machen das normalerweise. Komm schon rein da. Was dauert das so lange? Ich will hier was lernen. Hm, vielleicht kann ich helfen. Ich weiß schon, mit meinem Notizbuch. Ich drehe es um und zeichne um meine Hand herum. Dann schneide ich das aus. Ich habe noch eine zweite Hand gemacht. Auf die eine trage ich Kleber auf. Ich verteile den Kleber großzügig, damit es richtig klebt. Da kommt nämlich die zweite Hand drauf. Und fertig. Ich finde das gut. Hey, Nora. Was? Ist das für mich? Hm, ziemlich gut. Ich stelle die auf meinen Tisch. Ist perfekt für meinen Schmuck. Sozusagen handlich. Danke, Streberin. Nicht der Rede wert. Du würdest das auch für mich tun, hoffe ich. Die sind für dich. Wow, wirklich? Ich fühle mich so schick. Juhu! Wow, das sieht fantastisch aus. Die Kreativität strömt förmlich aus mir heraus. Du wirst dich beeilen müssen. Die Prüfung ist gleich vorbei. Du hast noch 5 Minuten. Ich habe verschlafen. Dieser blöde Einhorntraum. Ich werde durchfallen. Ich habe nicht mal eine Staffelei. Ich muss mir schnell was einfallen lassen. Hm, die kann ich doch gebrauchen. Aber nur die Kiste. Ich habe die Teile zurechtgeschnitten und fange mit dem schmalen Streifen an. Ich werde den unten ans große Quadrat kleben. Nachdem ich Kleber aufgetragen habe, drehe ich ihn um und drücke ihn an. Dann kommt der größere Streifen. Ich trage wieder Kleber auf und klebe den oben drauf. Diese Teile arrangiere ich zu einem Winkel und fixiere sie mit diesem Quadrat aus Pappe.
Da kommt Kleber drauf für das dritte Teil. Das wird nämlich der Ständer. Den drehe ich um und bringe das große Quadrat an. Jetzt habe ich eine Staffelei. Hä? Was ist das? Wohl noch nie eine Künstlerin bei der Arbeit gesehen? Jetzt kann ich anfangen. Los geht's. Oh, ich habe ja gar keine Farbe. Hey Elsa, du kannst was von meiner haben. Danke. Oh, die ist so schön intensiv. Jetzt kann's losgehen. Ich folge meiner Inspiration. Was für ein gutes Ende. Das war's. Leg die Pinsel weg. Stopp. Die Prüfung ist vorbei. Jetzt wird bewertet. Ausgezeichnete Arbeit. Wunderbar, Nora. Noch eine Stunde, dann bin ich fertig. Boah, diese Playlist ist der Hammer. Oh ja, ich wische, Baby. Danke euch. Aha, sehr schön. Wer ist die Nächste? Hallo zusammen. Schönes Kleid, oder? Aber kann sie auch singen? Nicht beeindruckt. Wow, was soll der Geldregen? So geschmacklos. Wie lange dauert dieser Song eigentlich? Weck mich, wenn's vorbei ist. Hey, wer kommt denn da hinter ihr? Wow. Sie putzt hier nach der Schule. Ist das ihre echte Stimme? Das ist richtig gut. Sie ist toll. Ich gehe jetzt. Nicht bewegen. Was? Bin ich im Rennen? Ich? Die Ballkönigin? Der Wettbewerb ist vorbei. Diese Krone ist für dich gemacht. Gratulation. Es wurde auch Zeit, dass wir ein echtes Talent hören. Ignoriert die Handschuhe. Was glaubt dieses Mädchen, wer sie ist? Diese Krone sollte auf meinem Kopf sein. Ich will dieses Glühen. Hey Betty, komm, wir gehen ins Kino. Können wir dein neues Auto nehmen? Hi Mickey. Ich mag deine Jeansjacke. Danke. Ich muss zur Chemie. Hä? Warum werde ich ignoriert? Meine Farbe? Eine leere Leinwand. Das wird gut. Mal sehen, ob ihm ihre Jacke dann noch gefällt. Muss schnell sein. Keiner mag fleckige Kleidung. Sieht aus, als hätte sie in Senf gelegen. Ja? Du hast was auf deiner Jacke. Oh nein! Aber ich bin immer so vorsichtig. Keine Sorge, niemand wird's bemerken. Mist. Aber ich kann das beheben. Hast du einen Fleck auf deiner Kleidung? Lass dich von ihm inspirieren und mach daraus was Einzigartiges. Male deine Hand im Handschuh an, drück sie dann auf den Stoff. Sieh dir all die tollen Farben an. Ein paar Spritzer macht noch einen lustigen Effekt. Und fertig. Ja, ich habe einfach das Beste aus einer schlechten Situation gemacht. Wow, das muss ich posten. Dein Design geht voll viral. Was ist denn hier los? Warum ist ihre Jacke so süß? Ja, es kann losgehen. Wow, das ist sie wirklich. Entschuldigung. Du gehst nirgendwo hin, Fräulein. Vielleicht ändert ein bisschen Grün deine Meinung. Das bleibt unser kleines Geheimnis. Geh bitte rein. Was ist los, Süße? Ich habe dir das neue Telefon besorgt. Das habe ich schon. Oh, das hätte ich wissen müssen. Das war ein Reinfall. Hallo, du. Darf ich? Aber das habe ich selbst gemacht. Kein Interesse. Oh, hey, lass sie durch. Das ist unglaublich. Was? Wie ist Mickey da hochgekommen? Das ist so unfair, ich kann nicht malen. Also gut, klasse. Wer kann diese Gleichung lösen? Irgendjemand? Ich nicht. Betty, beweg deinen schicken Hintern hier vor. Ach, fein.
Na los, komm schon. Ich weiß nicht, wie das geht. Was? Dann setz dich. Meine Güte, sie muss mich nicht gleich anschreien. Noch jemand? Okay, komm. Schon wieder Mickey, hä? Hat sie ein Loch im Rock? Das ist wirklich schade, oder? Kauf dir mal was Neues. Ich komme. Wow, mein Rock. Die Unterwäsche, ist das zu fassen? Hey, ich kann die Aufmerksamkeit auch für mich nutzen. Diese Moves sind der Hammer. Hör nicht auf, okay? Das wird so viele Likes bekommen. Gefällt mir, ich nenne es den Unterwäsche-Shake. Ja, das ist großartig. Sieh dir das an, alle mögen es. Warum passiert das immer wieder? Es reicht. Niemand ist so mächtig wie das beliebteste Mädchen der Schule. Schau sie dir nur an. Wir haben unser tägliches Selfie noch nicht gemacht. Vergiss nicht den Filter. Hey, ich bin ja gar nicht im Bild. Mach ein paar mehr. Tschüss. Bist du jetzt zufrieden? Nein. Probleme reicher Mädchen. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Zum Beispiel, wo der Müll herkommt. Woher kommt das überhaupt? Selfies sind in, was? Ich glaube, das kann ich auch. Ich muss nur die Szene vorbereiten. Jetzt kann ich das Telefon einrichten. So bleibt es an seinem Platz. Wie ein DIY-Stativ, okay? Hey, Essie! Ich? Ja! Na, was soll's. Willst du ein Selfie mit mir machen? Und diesmal passen wir beide aufs Bild. Und wow, sie sehen toll aus. Und man kann mich tatsächlich sehen. Essie? Hallo? Was dagegen, wenn ich hier eine Weile bleibe? Was ist los mit dir? Wach auf, mein kleiner Engel. Oh, hi, Mama. Ist schon morgen? Du musst jetzt aufstehen, na los. Mama, bist du hier drin? Es wird Zeit, dir die Zähne zu putzen. Oh, ich hasse das. Niemand mag morgendlichen Mundgeruch. Ich will aber nicht. So nicht, junger Mann. Du putzt dir jetzt die Zähne. Nein, mach ich nicht. Komm schon, nimm die Zahnbürste. Ugh, na gut. Aber ich bin nicht glücklich damit. Das ist voll mies. Ich möchte sie funkeln sehen. Alex? Ich höre kein Putzen. Oh, ich fange jetzt an. Ich behalte dich im Auge. Ja, ja, von wegen. Puh, sie ist weg. Ich werde es auf keinen Fall machen. Warum braucht Alex denn so lange? Ich gehe mal lieber nach ihm schauen. Alex, alles okay bei dir? Was? Was ist hier passiert? Das Bad ist der reinste Saustall. Überall ist Zahnpasta verschmiert. Ich kann das nicht glauben. Was hast du getan? Oh-oh. Gib das her. Ich bin so sauer. Warte, das bringt mich auf eine Idee. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Mit dem Pop-It bringe ich Alex dazu, sich die Zähne zu putzen. Zuerst brauche ich Zahnpasta. Ich gebe Zahnpasta in jedes Grübchen. Ich brauche nicht viel. Das sollte schon reichen. Jetzt streue ich Backpulver drüber. Das Backpulver härtet die Zahnpasta aus. Okay, Alex, nimm die. Wo ist die Zahnpasta? Halt dich fest. Ich habe etwas Besonderes für dich. Schau dir das mal an. Willst du es versuchen? Wow, sieht aus wie Bonbons. Das sieht lecker aus. Minze. Das ist toll. Meine Zähne werden jetzt schön sauber. Mir ist langweilig. Ich möchte gern was Lustiges machen. Ich weiß, wie ich Gabi aufmuntern kann. Okay, los geht's. Och. Oh, hey, Papa. Was ist los? Ich habe ein lustiges Spiel. Du musst das Wort anhand dieser beiden Hinweise erraten. Okay. Das ist ein Mikroskop und ein Telefon. Warte, ich hab's. Mikrofon. Wuhuhu, ihihihi. Ja, du hast es erfasst. Und ich habe hier eins. Du bist die Gewinnerin. Oh yeah. La 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 la. Ich habe eine tolle Idee. Karaoke? Dann los. Das macht riesig viel Spaß. Oh yeah, hippity hoppity yo.
Nein, wo ist meine E-Mail hin? Ich wollte das Bild nicht an meinen Chef schicken. Papa, willst du ein Spiel spielen? Oh, ich würde gerne, aber ich muss arbeiten. Komm schon, das wird lustig. Errate das Wort. Gabby, ich kann nicht. Bitte, Papa. Okay, aber nur dieses eine Wort. Du bist der Beste. Was denkst du, was das ist? Sieht aus wie eine von meinen Ex-Freundinnen. Ich weiß, das ist ein Monster Truck. Du hast es erraten. Hier ist dein Preis. Oh mein Gott, das ist der beste Tag seit langem. Schau ihn dir an, eine Schönheit. Komm, lass uns spielen. Ich habe auch so einen. Brumm, brumm, brumm. Das ist viel besser als arbeiten. Hast du den Stunt gesehen? Tian, bist du bereit für etwas Kunst? Das Bild ist echt gut geworden. Ich liebe es, verschiedene Farben zu benutzen. Das Muster dauert ewig. Meine Hände tun schon weh. Endlich fertig! Ah, so ein Schrottbild. Das habe ich schon mal besser gekonnt. Was ist denn da passiert? Hey, das ist ein Farbverlauf. Damit will ich etwas malen. Der Farbverlauf gefällt mir. Wow, es fehlen aber noch andere Farben. Fast so, als ob sie sich küssen würden. Die reinste Farbmagie. Wie das wohl aussehen wird? Es geht auch nichts über ein Regenbogeneinhorn. Hey, das sieht sowas von cool aus. Mir gefällt der Farbverlauf total. Das reinste Kinderspiel. Hast du schon mal so ein buntes Einhorn gesehen? Die Farben sind total stimmig. Nicht über die Linien malen. Echt nice. Dieses Bild gefällt mir viel besser. Findest du nicht auch? Mir ist so langweilig. Du bringst mich zum Lachen, Leo. Oh nein, mein Bleistift. Oh, das ist ärgerlich. Hä? Was macht er denn da? Genau das brauche ich. Zuerst nehme ich den Deckel von der Schachtel ab. Da klebe ich einen Anspitzer rein. Dann kommt er wieder auf die Schachtel. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich mache Kleber auf die Seite der Schachtel und klebe da einen Eisstiel ran. Dann warte ich, bis der Kleber fest ist. Jetzt schneide ich einen Halbkreis aus Schaumgummi aus. Ich mache Kleber auf den Boden der Schachtel. Und klebe den Schaum daran. Genau so. Jetzt umwickle ich die Schachtel mit farbigem Papier. Oben kommt noch mehr Schaumgummi drauf. Ich wickle es rundherum. Jetzt dekoriere ich das noch. Ich mache ein süßes, lächelndes Gesicht. Dann kommen Streusel drauf. Es ist ein Eis am Stiel, aber ein besonderes. Ich kann damit meinen Bleistift anspitzen. Niedlich und praktisch. Die Schachtel fängt die Späne auf. Hm, ich hab's wohl übertrieben. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein. Er kann meine Angst spüren. Los geht's. Soll das ein Witz sein? Das ist so nervig. Ha, ich wusste, dass das passiert. Wenigstens habe ich einen Anspitzer. Es ist Testzeit. Ich will kein Gequatsche hören. Ich beobachte euch. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Genau wie ich. Wirklich? Du? Das werden wir sehen. Ich werde eine 1 bekommen. Ach ja, abwarten. Und jetzt gucke ich ab. Hey, geh weg. Ugh, du bist voll der Nerd. Hey, was habe ich gesagt? Ich habe keine Zeit dafür. Zum Glück bin ich vorbereitet. Ich sollte eine 1 fürs Schummeln bekommen. Hä? Was hast du gesagt? Hey, Herr Lehrer, hier. Was machst du da, Leo? Vögel beobachten. Hör auf damit. Sie kennen mich. Ich bin ein Musterschüler. Puh, klar, wenn du das sagst. Ein Eis am Stiel. Hey, Julie. Was willst du? Willst du tauschen? Hm, ich denke nicht. Ich dachte, dass das klappen wird. Aber ich gebe nicht auf. Das sieht wirklich lecker aus. Er kennt meine Schwachstelle. Na gut, dann esse ich es selbst. Gib her.
Hier, nimm mein Lineal. Das war es mir wert. Ich habe jeden Bissen genossen. Hey, das Eisstäbchen bringt mich auf eine Idee. Aber ich brauche mehr davon. Ich brauche auch ein paar Stifte. Ich färbe die Stäbchen ein. Die kommen erstmal beiseite. Als nächstes brauche ich einen Pappstreifen. Ich habe diese zwei Formen gezeichnet. Und die schneide ich jetzt aus. Dann klebe ich ein diese Eisstiele darunter. Jetzt lege ich mein Lineal an und markiere den Stiel mit Linien. Ich kopiere also einfach das Lineal. Dann male ich ein kleines Gesicht drauf. Sieht gut aus. Das ist ein bezauberndes Lineal. Und war einfach zu machen. Hey, wie findest du das? Psst, ich muss mich konzentrieren. Was zum? Hey! Ups, tut mir leid. Sie hat mich reingelegt. Und sie hat mein Eis bekommen. Ich beende lieber den Test. Guck dir diese Lineale an. Finger weg, Kumpel. Wow, okay. Oh, was für ein Nickerchen. Also, klasse, das ist ein Pferd. Ich hoffe, es inspiriert euch. Erstellt jetzt eure Version davon. Klingt gut. Dann hole ich mal meine Stifte raus. Und was nehme ich? Hab sie. Ich hab gar nichts. Sieh da. Genau, was ich brauche. Warte. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wo sind meine Stifte? Sie lagen genau hier. Stiftdieb. Das sind meine. Was? Ich kann dich nicht hören. Du musst lauter reden. Warte kurz. Das Wattestäbchen bringt mich auf eine Idee. Dann fange ich mal an. Ich brauche auch eine Schere. Mit der schneide ich die Spitze ab. Jetzt brauche ich ein Stück Seidenpapier. Ich wickle das um das Stäbchen. Es muss eng anliegen. Mit Klebeband fixiere ich es. Das sieht gut aus. Aber ich bin noch nicht fertig. Jetzt wickle ich blaues Papier drumherum. Dann brauche ich wieder Klebeband. Ich wickle es drumherum. Perfekt. Genau, was ich wollte. Ich mache das auch mit den anderen Wattestäbchen. Ich habe verschiedenfarbiges Papier genommen. Dann tauche ich den Tupfer in Farbe. Die Ummantelung passt perfekt zur Farbe. Und die Watte saugt sie auf. Jetzt habe ich selbstgemachte Stifte. Nee, nee, Leo. Ich fange mit Blau an. Oh, ganz vergessen, dass ich den habe. Wow, das überrascht mich selbst. Ich bin der geborene Künstler. Wünsch mir Glück. Ich beginne mit zwei Kreisen. Dann wechsle ich die Farbe. Jetzt male ich sie aus. Die Zeit wird knapp, klasse. Noch 5 Minuten. Ich muss mich beeilen. Ich will das schaffen. Oh, okay. Na los, ich bin nicht gut unter Zeitdruck. Das war's. Zeigt mir eure Bilder. Schauen Sie sich das an. Hoffe, es gefällt Ihnen. Wunderbar, Julie. Ich habe gut angefangen. Das zählt doch, oder? Ui, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Immerhin hast du es versucht. Echt schön. Ich bin beeindruckt. Ich freue mich auf den Matheunterricht. Das ist mein Lieblingsfach. Aufgepasst, klasse. Versucht, diese Gleichung zu lösen. Das ist eine knifflige. Versucht es. Wo ist mein Stift? Der lag doch hier irgendwo. Vielleicht ist er noch in meiner Tasche. Ich guck mal. Nee, keine Spur. Hey, da ist er ja. Du kleiner Schlawiner. Du dachtest, du könntest entkommen, was? Netter Versuch. Okay, dann mal los. Ich hab's. Das war ja einfach. Warte, ich habe mich geirrt. Ich muss das ändern. Oh, ich habe keinen Radierer. Nein, das ist eine Katastrophe. Ich muss einen finden und zwar schnell. Mein Rucksack. Cool, ein Boxhandschuh. Konzentrier dich, Leo. Bitte, bitte, bitte. Nein, da ist nichts. Was mache ich denn jetzt? Das war ganz schön dramatisch. Warte mal. Hier liegt eine Streichholzschachtel. Ich frage mich. Ich denke, das geht. Hey, Leo, brauchst du einen Radierer? Ich denke, ich kann dir helfen. Zuerst müssen die Streichhölzer da raus. Das ging schnell. Jetzt schließe ich die Schachtel. Aber ich brauche mehr Schachteln. Ich klebe farbiges Papier ans Ende. Jetzt brauche ich Klebstoff. Der kommt an die Seite. Und dann klebe ich die Schachteln zusammen. Ich lasse den Kleber trocknen. Dann kommt welcher oben drauf. Und ich klebe zwei Schachteln an. Die müssen perfekt ausgerichtet sein. Ich wiederhole das Ganze. Mehr Kleber und mehr Schachteln. Genau so. Jetzt kommt wieder Kleber oben drauf. Und ein bisschen an die Seiten.
Dann klebe ich farbiges Papier auf die Schachteln. Ich möchte keine Falten haben. Als nächstes klebe ich kleine Perlen auf die farbigen Seiten. Eine Pinzette hilft dabei. Ich klebe sie einfach an. Das ist die letzte. Ich denke, so geht's. Ich zeig das gleich Leo. Was sagst du dazu? Was ist das? Ich zeig's dir. Jede Schachtel ist eine Schublade. Clever. Darin kannst du dein Schreibzeug aufbewahren. Du haust mich echt um. Vielen Dank, Julie. Genau, was ich brauche. Meine Miene ist abgebrochen. Dieser Tag wird immer schlimmer. Kein Problem, Leo. Schau in den Schubladen nach. Gute Idee. Das ist so spannend. Wow, genau, was ich brauche. Du hast meinen Tag gerettet, Julie. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Ich leg den wieder zurück. Den werde ich bestimmt noch brauchen. Freut mich, dass dir das gefällt. Hier ist die nächste Aufgabe, Klasse. Die dürfte nicht so schwer sein. Was zum? Ist sie verrückt? Warte, ich krieg das hin. Was ist letzte Nacht passiert? Ich glaube, wir haben zu viel gefeiert. Ich kann es kaum glauben, dass ich heiraten werde. Wow! Ich freue mich so sehr für dich. Prost! Wuhu! Das mache ich nicht nochmal. Ich mache mich lieber mal frisch. Was für eine Unordnung. Toll, dann muss ich auch noch aufräumen. Wow, was ist mit meinem Make-up passiert? Warte, ich erinnere mich da an was. Ich glaube, wir waren im Club. Juhu, Applaus für Mia, lass uns feiern. Oh yeah, Ladies. Wer singt als nächstes? Ups, sorry. Lass uns abhauen. Wow, das war voll peinlich. Und sie steht in meinem Badezimmer. Was ist mit der Toilette passiert? Voll seltsam. Bitte lass das Schlimmste sein, was passiert ist. Warte. Das ist die beste Nacht aller Zeiten. Wir sollten das jedes Wochenende machen. Das mache ich definitiv nicht jedes Wochenende. Jeder einzelne Teil meines Körpers tut weh. Wo kommt das denn her? Lass uns spielen. Ich will ein Puppet gewinnen. Mach weiter. Juhu, wir haben es geschafft. Das war nicht so schlecht. Oh nein, mein Ring. Oh je. Wo bin ich? Ich sollte heute eigentlich heiraten. Ich brauche einen Ring. Ich muss mir was einfallen lassen. Es wird Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Zuerst brauche ich eine Muffinform. Und da gieße ich klaren Epoxidharz rein. Jetzt mache ich noch ein paar rote Tropfen hinein und verrühre alles. Mit dem Pinsel kreiere ich einen Wirbel. Bevor es fest wird, drücke ich einen Ring hinein. Ich glaube, es ist fertig. Yes, perfektes Timing. Lass uns heiraten. Ich liebe Schokolade. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Oh, Schatz, vergiss deinen Ring nicht. Er passt perfekt. Oh, so romantisch. Wir sind verheiratet. Und nun darf ich die Braut küssen. Zeit fürs Bett. Aber ich muss noch aufs Klo. Hä? Wer ist da? Hau ab! Ich habe einen Teddy und ich weiß, ihn zu benutzen. Was? Huggy Wuggy? Was machst du denn da hinten? Ich habe keine Zeit für sowas. Gina? Was? Was ist dir los? Rah! Das ist so gruselig! Oh nein, das ist nicht gut. Hab dich! Lass mich in Ruhe! Puh, ich hab's ins Bad geschafft. Jetzt wird's dringend. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber ich muss dringend. Warte mal. Hey, Gina. Ich brauche meine Privatsphäre. Vielleicht kann ich helfen. Ich hab dieses Klolicht. Ich befestige es unter der Brille. Man kann es anstecken, genau so. Und es macht ein warmes Licht. Es gibt nichts, wovor du Angst haben musst. Siehst du? Probier es gleich aus. Wow, das ist ja cool. Dann los. Ich denke, das wird dir gefallen. Wow, irgendwie magisch. Ein bisschen Privatsphäre? Oh ja, ich lass dich in Ruhe. Huggy? Wenn du fertig bist, komm zur Party. Du wirst ganz viel Spaß haben. Wir haben sogar Karaoke. Guck dir diese Moves an. Oh yeah, shalala. Whoop whoop. Das ist voll geil. Ihr seid echt cool.
Bei der Prüfung wird nicht geschummelt. Was ist das? Wie ist das denn da hingekommen? Ich war überzeugt, das würde klappen. Okay, Stacy, du bist die Nächste. Ich brauche noch eine Minute. Die Lehrerin darf mein Handy nicht finden. Aber wie kriege ich es ins Klassenzimmer? Oh, Grace, du schummelst nicht, oder? Ich? Nein, niemals. Warte, ich habe eine Idee. Dafür brauche ich nur Grace Latschen. Hab sie, das perfekte Verbrechen. Und nun muss ich ein paar Anpassungen vornehmen. Ein Schnitt hier und hier noch einer. Das sollte gehen. Und nun kann ich mein Handy in die Sohle schieben und niemand wird's merken. Rein mit dir, Grace. Ich hoffe, das klappt. Ganz normal verhalten. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ich finde keinerlei Hinweise auf Betrug. Ich bin überrascht. Ich dachte, Stacy würde schummeln. Naja. Okay, heute mache ich die Dinge ein bisschen anders. Legt eure Bücher weg, die sind langweilig. Stattdessen schreiben wir einen Überraschungstest in Chemie. Ziemlich cool, was? Der wird euch gefallen. Nein, wird er nicht. Was soll das? Ihr verderbt mir immer den Spaß. Wen kümmert's? Ich hab das Sagen. Hier ist der Test. Das ist merkwürdig. Gönnen wir ihr den Spaß. Und denkt dran, nicht schummeln. Das ist mein Ernst. Wir fallen sowieso durch. Was ändert das schon? Bringen wir's hinter uns. Ich behalte euch im Auge. Wie ein Adler. Wie ein Adler. Das ist voll schlimm. Schau dir die Fragen an. Hey, was machst du da? Das gefällt mir gar nicht. Lass mich das sehen. Ich sagte nicht schummeln. Ja, ja, schon klar. Das nehme ich mit, wo ich es sehen kann. Okay, jetzt kriege ich Panik. Ich muss schnell machen. Das ist eine grausame, grausame Welt. Wow, diese Lampe ist wirklich hübsch. Oh, jetzt ist sie aus. Hey, Emily, ist das ein Handy? Gib das her. Ich bin enttäuscht von dir. Du bekommst es nach dem Unterricht wieder. Ihr Kinder und die Handys, ich verstehe es nicht. Oh, ich hatte fast alle Antworten. Und was mache ich jetzt? Ich muss nachdenken. Moment, vielleicht hilft mir der Radierer. Ich habe eine tolle Idee. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Frau Lehrerin, ich muss mal auf Toilette, bitte. Okay, aber nicht zu weit, ja? Okay. Dann mache ich mich an die Arbeit. Ich brauche nur einen Radierer und den Cutter. Damit schneide ich ihn durch. Dann klebe ich einen Streifen Papier über beide Teile. Und schreibe da die Lösungen drauf. Ich muss klein schreiben, damit alles draufpasst. Dann klappe ich den Radierer um. Und nun zurück ins Klassenzimmer. Versuchen wir es nochmal. Bleib ganz cool. Wie kannst du nur so cool bleiben? Schau dir das an. Ich habe all die Lösungen. Und die Lehrerin wird nichts vermuten. Muss ich Tomatensaft kaufen? Ja. Wow, das ist großartig. Emily, was machst du da? Schummelst du etwa? Was? Nein, da würde ich nicht im Traum drauf kommen. Das ist nur mein Radierer. Sehen Sie? Kein Spicker. Und ich kann nur sagen, toller Test. Ich glaube, sie hat es mir abgekauft. Ist ein toller Test. Danke. Und ich bin fertig. Ich bekomme definitiv eine 1. Und ich bekomme den Radierer. Komm zu mir, mein Schatz. Du gehörst mir allein. Was zur... Hat der ein Schloss oder so? Ich bin gerade echt verwirrt. Ich geb's auf. Sie hält sich für besonders schlau mit dem Radierer. Viel Glück. Ich bin dann mal weg. Oh, schon morgen. Nur noch 5 Minuten. Ich hatte den besten Traum. Hä? Wie spät ist es? Oh nein, ich komme zu spät zur Schule. Ich muss mich beeilen. Komm schon, hier muss doch was zum Anziehen sein. Oh, das wird gehen. Ich kann's noch zum Bus schaffen. Warte! Nein, halt an! Warte doch auf mich! Oh, wie nervig. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich bin so unfit. Aber wenigstens etwas Cardio. Hä? Matthew? Oh Gott, sorry! Na, das ist doch schon besser. Hat das Teil auch Bremsen? Den Rest des Weges kann ich laufen. Nein, ich kann's nicht glauben. Oh mein Gott! Ich bin so froh, flache Schuhe gewählt zu haben. Bis später, Miezekatze. Ich hab's geschafft. Sorry, hab verschlafen. Geht's dir gut? Du schwitzt. Ganz schön doll. Das ist mal wieder so ein Morgen. Ich musste zur Schule rennen. Es gibt einen Grund, warum ich nicht trainiere. Was riecht denn hier so? Oh, ich glaube, ich muss gleich kotzen. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Oh Gott, wie peinlich. Schlimm, ja. Aber es ist okay, ich kann dir helfen. Du brauchst nur Damenbinden. Gib mir dein Oberteil. Na los, zieh's aus. Vertrau mir, das wird helfen. Okay, aber Matthew schaut nicht her, oder? Danke, dauert nicht lange. Zuerst muss ich das Top umdrehen. Und dann entferne ich die Schutzfolie der Binde und klebe sie auf das Shirt. Ich platziere die Einlagen dort, wo Schweißflecken zu erwarten sind. Und eine kommt noch hier hin.
Hier hast du es. Was? Wie kann das sein? Wow, voll der Unterschied. Genau, was ich brauche. Danke. Wow, hier riecht so frisch. Es gibt keinen Gestank mehr. Hey, Stacy. Vielleicht ist es heute doch nicht so schlimm. Ich bin früh dran. Ich höre noch Musik, bevor die Lehrerin kommt. Ich schnapp mir meine Kopfhörer. Ah, da sind sie ja. Das entspannt mich vor dem Unterricht. Was? Das ist ja seltsam. Meine Kopfhörer sind zu Schokolade geworden? Was geht hier vor? Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Wow, das ist so schön. Ich bin die Schokofee und ich verbreite gerne Schokoglück. Das ist lecker. Was ist das? Ich werde mir etwas Spaß gönnen. Jeder mag doch Schokolade, oder? Ja, sie hat recht. Ich liebe Schokolade. Die werde ich nun genießen. Moment. Vielleicht war es gar nicht die Schokofee. Was ist das? Sieht gut aus. Hey, nein, Finger weg, die gehören mir. Nie bekomme ich die schönen Sachen. Stacy ist so gemein. Wer ruft mich an? Oh, es ist Jake, meine Liebe. Er ist so süß. Hi, mein Schatz. Der werde ich zeigen. Ich habe eine tolle Idee. Ganz genau, Rover. Erledige dein Geschäft. Was für ein großes Häufchen. Du bist ein guter Hund. Ich brauche nur noch eine Sache. Aha, das wird gehen. Der ist sogar noch frisch. Das ist perfekt. Ich will es aber nicht anfassen. Das wäre eklig. Zum Glück bin ich immer vorbereitet. Damit wird's gehen. Ich fülle die Spritze mit dem Puppy. Ich habe dann noch Schokolade für einen Snack. Streiche spielen macht hungrig. Das sollte reichen. Und nun fülle ich den Behälter auf. Dann noch die andere Seite. Und nun warte ich, bis sie hart geworden ist. Ich glaube, es ist schon soweit. Das sieht super aus. Ich tue sie lieber zurück. Das wird Stacy lehren, ihre Sachen auch mit mir zu teilen. Bye, bis später. Er ist der Beste. Bleib cool, sie vermutet nichts. Ich muss nun zur Schule. Ich packe nur noch schnell meine Tasche und dann los. Darf meine Kopfhörer nicht vergessen. Richtig, das solltest du nicht. Das darf nicht sein. Nein! Happy Birthday! Oh, danke. Das ist für dich. Du bist die Beste. Ich frag mich, was es ist. Hier für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Wow, ihr verwöhnt mich ja richtig. Ich bin so froh, Freundinnen wie euch zu haben. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Wow! Was? Heute ist Stacys Geburtstag? Hi! Hi, Emily! Danke nochmal. Ich hab's total vergessen. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht habe ich was für Stacy in meinem Rucksack. Mag sie vielleicht Gummihühner? Wenn ich es mir recht überlege, lieber nicht. Was habe ich denn noch hier? Spaßpup? Immer ein Lächeln wert. Nee, das kann ich ihr auch nicht geben. Ein neues iPhone. Wow. Oh Mann, ist das schwer. Sie wird so traurig sein. Ich muss ihr nach dem Unterricht was kaufen. Ich hoffe, das stört sie nicht. Diese Blumen riechen fantastisch. Ich weiß, ich schreibe ihr eine Karte. Der Gedanke zählt, oder? Das sieht furchtbar aus. Oh, ich muss mir was einfallen lassen. Warte mal, ich glaube, ich hab's. Ich weiß, was ich Stacy zum Geburtstag schenke. Wird Zeit, mich an die Arbeit zu machen. Ich male zuerst mit einem blauen Textmarker Punkte auf den Deckel meines Notizbuchs. Einfach irgendein Muster. Das gleiche mache ich mit anderen Farben. So lange, bis die Seite ganz voll ist. Das sieht gut aus. Ich denke, das sollte reichen. Da kommt jetzt durchsichtiges Tape drauf. Das soll schön glatt werden. Und dann schneide ich es ab. Der letzte Streifen. Nun tupfe ich schwarze Farbe auf das Klebeband. Mit dem Schwamm wird es dann auch gleichmäßig. Ich darf keine Stellen vergessen. Und nun wird die Farbe trocknen. Mit einem Holzspieß kratze ich dann einen Gruß drauf. Der Spieß kratzt das Schwarz ab. Und das Bunte scheint hervor. Das ist ein richtig cooler Effekt. Fertig! Stacy? Alles Gute zum Geburtstag! Oh, Emily! Wow! Vielen Dank! Das gefällt mir total gut! Komm her, Bestie! Also, hast du Torte? Das war ein toller Film. Du solltest ihn auch sehen. Oh, Emily, setz dich doch. Hey, Leute! Du siehst toll aus. Danke, Jake. Das ist so nett von dir. Ich kann das. Und los. Hä? Oh, meine Miene ist abgebrochen. Voll nervig. Oh, typisch.
Warum passiert mir das immer? Ich hoffe, ich habe einen Anspitzer. Komm schon. Ich habe alles in meiner Federtasche, nur den nicht. Ugh, ich habe ihn zu Hause gelassen. Hey Stacy, hast du einen Spitzer? Bin mir nicht sicher. Mal gucken. Ups, ich bin so tollpatschig. Nee, habe ich nicht. Sorry. Okay, das war weird. Was hat die für ein Problem? Nun ist meine Zeit gekommen. Ich kann Emily meinen Anspitzer geben. Oder ich nehme den Ring, den ich gekauft habe. Einen Versuch ist es wert. Ich nehme den Edelstein ab und gebe einen kleinen Klecks Kleber drauf. Das sollte reichen. Und nun setze ich da den Anspitzer drauf. Dann kommt der Ring in eine Schachtel. Sieht toll aus. Hey Emily, das ist für dich. Wirklich? Wow, du bist so süß. Den hast du für mich gemacht? Jake, das ist genau, was ich brauche. Danke, wow. Du hast ihn verdient. Ich bin so froh, dass er dir gefällt. Ich kann es kaum erwarten, ihn anzustecken. Der passt perfekt. Und er ist sehr praktisch. Was bist du aufmerksam, Jake? Und mein Stift ist wieder gespitzt. Ich werde nie wieder meinen Anspitzer verlieren. Und alles dank dir, Jake. Danke, mein Süßer. Ach, das hätte ich sein sollen. Ich wünschte, Jake hätte mir den Ring geschenkt. Ich bekomme nie die süßen Typen ab. Sollen wir uns später treffen? Ich muss gleich kotzen. Wir sind alles durchgegangen, also gibt es keinen Grund zu versagen. Nicht versagen, kapiert. Mir ist so langweilig. Ich kann kaum meine Augen offen halten. Emily, das ist voll eklig. Es wird Zeit für den Test. Ich möchte, dass ihr alle Aufgaben löst. Ein Test, juhu! Hier sind eure Blätter. Boah, ist das aufregend. Ich möchte gleich anfangen. Oh, sorry, ich mag Tests einfach. Hier, das ist für dich. Ja, danke. Das könnte knifflig werden. Ich habe mich voll erschreckt. Sorry, ich mache später mit meinen Nägeln weiter. Aber ihr fahrt fort. Na toll. Mit dem kann ich nicht mehr schreiben. Hey Stacy, hast du noch einen Stift? Bitte, ich brauche einen. Ich habe nur den hier, sorry. Oh, okay. Warte, ich habe eine Idee. Bekomme ich deinen Stift ganz kurz? Okay, aber den will ich wieder haben. Ich weiß, was ich mache. Ich bin genial. Ich lege den Bleistift auf ein Stück Papier und dann rolle ich es ein. Das Blatt muss schön eng gewickelt werden. Bevor ich das Ende erreicht habe, fahre ich mit dem Klebestift über den Rand. Dann rolle ich das Ende auf. Ich muss darauf achten, dass es klebt und dann ziehe ich Stacys Stift raus. Dann stecke ich einen Trinkhalm in die Papierröhre und verschließe das Ende mit dem Kleber. Dann kommt mein Stift ins andere Ende. Das ist ein optimierter Bleistift. Damit sollte es gehen. Danke, Stacy. Klar, aber was habe ich denn da gerade gesehen? Das klappt. Ich bin froh, dass mir das eingefallen ist. Das geht echt gut. Oh, da kommt Matthew. Hey. Du bist zu spät. Setz dich. Sorry, hat eine Weile gedauert, bis meine Frisur perfekt war. Oh, der sieht so gut aus. Diese Windmaschine ist das Beste, was ich je gekauft habe. Wow, schau die nur an. Ich sehe wirklich gut aus. Ja. Ja, das tust du. Ich glaube, mein Herz ist gerade stehen geblieben. Oh, mein Stift. Ups. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Wo sind wir dieses Mal? Oh nein, ich bin im Gefängnis. Orange ist gar nicht meine Farbe. Nicht gut. Ich habe total Hunger. Oh, hey, kann ich auch was haben? Ich liebe Nachos. Hä? Nichts da. Nur für die Guten. Warte, hier steht Essen verboten. Was? Du verstößt gegen die Regeln. Du ruinierst meine Nacho-Zeit. Ich brauche Hilfe. Hey, Matthew, kannst du mich hören? Mama? Moment, wo kommt das her? Die Uhr ist es nicht. Spukt es hier? Was soll ich damit machen? Aua! Sehr lustig. Matthew, ich bin's. Du musst mir helfen. Ich bin im Gefängnis. Schrei nicht so. Mickey, bist du das? Was glaubst du denn? Das reicht. Hey, benutz das. Muss ich immer alles selbst machen? Das ist echt seltsam. Oh, hey Mickey. Ich brauche Snacks, aber die Wache beobachtet mich. Was? Wache? Bist du im Gefängnis? Oh, ja, verstanden. Vertrau mir. Ich bin ein Meister der Verkleidung. Das ist lustig. Ich liebe diese Farbe. Man hat mich ausgelacht, als ich mir Make-up zum Geburtstag gewünscht habe. Wer lacht jetzt? Nur noch eine Sache. Ich fühle mich so hübsch. Ich hätte das Laufen mit Absätzen üben sollen. Wie machen Frauen das? Langsam. Ich hätte flache Schuhe tragen sollen. Showtime. Hey, Hübscher. Du bist so schön. Ich glaube, ich bin verliebt. Du bist ein süßer Kerl. Mir ist so langweilig. Ich will was essen. Warum braucht Matthew so lange? Darf ich dich mal zum Essen einladen? Das würde mir gefallen.
Vor allem, wenn du deine Uniform trägst. Für dich will ich alles tun. Moment mal, du hast mich ausgetrickst? Aber wie? Ich wurde von verträumten Augen getäuscht. Du bist nicht der Erste und wirst nicht der Letzte sein. Ich wünschte, ich hätte Süßigkeiten. Das ist seltsam. Kann ich irgendwie helfen? Schau in meinen Schuh. Das ist ekelhaft. Moment, ist das ein hohler Absatz? Das ist so clever. Wow, da ist was drin. Es sind Süßigkeiten. Du bist der Beste. Wir Mädchen müssen zusammenhalten. Genau, was ich gebraucht habe. Wow, das sieht so lecker aus. Hm. Keine Süßigkeiten unter meiner Aufsicht. Ach, stimmt ja. Ich bin an dieses Regal gefesselt. Danke dir. Lass uns hier abhauen. Also, was sollen wir mit dir machen? Ich habe nichts gesehen. Versprochen. Zeit, hier auszubrechen. Ich drücke auf den Knopf. Du gehst nirgendwo hin. Sie war ein Geist. Aber ich werde sie nie vergessen. Schule kann hart sein, stimmt's? Aber mit diesen praktischen Tipps wird der Schultag etwas leichter. Was ist dein bester Tipp, um die Schule zu überstehen? Verrate ihn uns in den Kommentaren. Teile das Video auch mit deinen Freunden. Womit soll ich nur anfangen? Grün ist eine sehr beruhigende Farbe. Die perfekte Wahl für meine Vision. Sehr cool. Voila! Nee, das gefällt mir nicht. Ich versuch's nochmal. Dieses Mal beginne ich mit Blau. Oh ja, das Bild fühle ich. Besser als der erste Versuch. Aber immer noch nicht gut genug. So geht das nicht. Okay, höchste Konzentration. Ich versuche mich am Realismus. Vorsichtig. Und ha! Mein Talent! Ich habe mein Talent verloren. Meine Inspiration hat mich verlassen. Warum musste mir das passieren? Warum tust du mir das an, Universum? Warum? Was für ein Tag. Selbst meine Haare sind nicht zu bändigen. Die Lösung ist genau vor meiner Nase. Klebe 3 Klebestreifen fest. Es soll so wie ein Dreieck aussehen. Bringen wir etwas Farbe ins Spiel. Mit der Farbe machst du ein paar Kleckse, etwa so. Nimm gerne deine Lieblingsfarbe. Nicht über das Klebeband malen. Das wird eine Weile dauern. Jetzt kommt der beste Teil. Fahr mit dem Kamm in einer Zickzacklinie durch die Farbe. Überschüssige Farbe fängt das Klebeband auf. Zeit für eine andere Farbe. Male schöne, große Klecke. Der untere Bereich wird etwas länger dauern, weil da mehr Platz zum Ausfüllen ist. Aber keine Sorge, deine Geduld zahlt sich aus. Entferne jetzt die Klebestreifen. Das nenne ich eine gerade Linie. Gleich sind wir fertig. Das perfekte Farbendreieck. Ein wahres Meisterwerk. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin halt doch ein wahrer Künstler. Wo sind denn alle? Es ist so still hier. Oh, hey Leute! Dein Ernst? Das wird nicht passieren. Also jedenfalls, vielleicht haben sie mich nicht gesehen? Hä? Was ist das? Wow, es gibt eine Party? Und die ist heute! Das ist so cool! Soll ich da überhaupt hingehen? Ich wäre ganz alleine da. Ach, warum denke ich immer so viel nach? Was macht denn die Streberin da? Die ist voll der Loser. Hey, spielen wir ihren Streich. Ich werde nie beliebt sein. Hey Mandy, willst du mit auf die Party gehen? Mit dir? Wirklich? Also als Date? Oh mein Gott. Nee, krass, sie ist ohnmächtig geworden, klassisch. Was? Das war nur ein Witz? Das hätten wir filmen sollen. Als ob ich dich daten würde. Hört auf, über mich zu lachen. Komm, wir gehen.
Warum sind die so gemein? Was habe ich denen denn getan? Die sind so schrecklich. Ich wollte doch nur Freunde finden. Moment mal. Die Träne bringt mich auf eine Idee. Und die ist perfekt für die Party. Das wird toll werden. Ich habe eine Schüssel voll Epoxidharz. Da kommt nun Farbe rein. Das ist ein schönes, kräftiges Blau. Und nun schön verrühren. Alles muss gut vermischt sein. Sieht gut aus. Und nun gieße ich das in die Form. Ich habe mich für den Tropfen entschieden. Ich fülle die Form bis oben voll. Nun warten wir, bis es hart ist. Und dann kommt er in meine Kette. Wow, das sieht super aus. Meine persönliche Tropfenkette. Komplett perfekt. Nun brauche ich noch was zum Anziehen. Wow, ich fühle mich fantastisch. So kann ich zur Party gehen. Meine allererste Party, so habe ich mir das immer vorgestellt. Party! Wow, guck mal da, Mandy. Oh mein Gott, er schaut hier rüber. Was mache ich jetzt? Voll schön, dass du da bist. Entschuldigung? Also das von vorhin, das war nur ein Streich. Willst du tanzen? Auf keinen Fall. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Die Party rockt voll ab. Oh yeah. Weißt du, wie man dieses Ding spielt? Kann ich dir helfen? Aloha, bin wegen der Party hier. Oh, geh rein. Ich spiele dir noch ein kleines Lied. Das war nicht notwendig. Das ist gar nicht so schwer. Wo bin ich jetzt? Eine hawaiianische Party. Das wird ein Spaß. Aber es ist kein Essen oder Trinken erlaubt. Ach komm schon. Was zum... Wo kommt das her? Ah, ich liebe meinen Job. Das sollte nicht schwer sein. Er wird keinen Verdacht schöpfen. Ich verstecke die Süßigkeiten in der Kleidung. Ich bin so clever. Kein Platz mehr. Egal, ich bin soweit. Wow, du bist so talentiert. Darf ich reingehen? Klar, sobald ich nach Essen gesucht habe. Dieser Scanner hat mich noch nie im Stich gelassen. Warte, ist das Essen? Du darfst nicht rein. So kommst du nicht auf die Party. Was für ein Tag. Ich bin müde. Ich kann nicht glauben, dass er mein Essen gefunden hat. Aber ich gebe nicht auf. Ich habe eine Idee. Und ich brauche nur diese Münze. Versuchen wir es nochmal. Hey, pst. Es ist für dich. Versuchst du mich zu bestechen? Das war eine echte Münze. Aber egal. Also, darf ich rein? Nein. Du machst wohl Witze. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich hab's. Alles musste ich nur mit Accessoires ausstatten. Und los. Oh ja, das brennt. Wow, du bist echt fit. Also, darf ich feiern? Warte mal kurz. Was ist das? Ist das ein Marshmallow? Wirklich? Das war deine tolle Idee? Echt zäh. Warte. Das schmeckt nicht. Das reicht. Dann gibt es nur eine Sache. Nein, hör auf. Was ist los mit dir? Du wirst mich nicht aufhalten. Das funktioniert nicht. Boah, er ist echt gut in seinem Job. Warte, was? Hey Sunny, du siehst gut aus. Immer schön wachsam sein. Wie nervig. Aber ich weiß, was zu tun ist. Zeit für ein Makeover. Mir gefällt es euch? Ich habe einen Rock aus Süßigkeiten gemacht. Sieht gut aus und schmeckt lecker. Sorry wegen vorhin. Müssen wir das nochmal machen? Ich habe nichts zu essen dabei, echt. Ich habe dir nur eines zu sagen. Willkommen auf der Party. Wirklich? Rein mit dir. Oh, ich liebe dieses Lied. Schau dir diese Moves an. Hey, Matthew. Mickey, du bist endlich da. Schau dir meinen Rock an. Süßigkeiten. Echt clever, was? Das ist für dich. So lecker. Das erinnert mich an was. Meine Brille ist auch aus Süßigkeiten. Das ist so cool. Das ist genau meine Art von Party. Ich weiß, das ist toll. Matthew, der Knopf. Ich habe mich schon gefragt, wann der auftaucht. Lass uns gehen. Siehst gut aus, Alex. Hey, was ist mit der Musik passiert?